Ich war eigentlich schon fast auf der ganzen Welt. In China, in Jakarta, in Spanien, Australien, Russland. Man kommt eigentlich mit dem Job sehr viel rum und man hat sehr viel Spaß. Das Gute ist, man lernt sehr viele Leute kennen und man hat wirklich weltweit Kontakte. Wenn man irgendwas braucht von irgendwo, kann man die nutzen und das ist das Schöne daran. Also das krasseste Projekt überhaupt war, die Firma hochzuziehen. Viele wissen es ja gar nicht. PB Performance steht ja für meinen Namen. Ich heiße eigentlich Przemek Pelka und nicht Jimmy Pelka. Jimmy Pelka ist mein Rufname, weil Przemek aus dem Polnischen stammt und das natürlich viele nicht aussprechen können, wenn sie es lesen. Man muss mit Leidenschaft dabei sein und Spaß an der Arbeit haben. Wenn du die zwei Sachen im Vordergrund hast und nicht nur das Geld, dann kannst du nur erfolgreich werden und mit einer der Besten in deinem Handwerk sein. Mein Handwerk liebe ich, weil es um schnelle Autos geht. Ich kann die Kunden glücklich machen, ich kann die Autos fühlen, kann die Autos fahren. Und das ist jedermanns Traum, Autos. Klar kann mal ein Turbolader kaputt gehen, passiert ab und zu, aber nur bei den Entwicklungsarbeiten. Das heißt, wir verkaufen nichts, was nicht fertig entwickelt ist. Und wir testen nicht am Kunden, sondern an unseren eigenen Fahrzeugen. An vorderster Stelle steht natürlich die Qualität, ja? Und ich würde nie einem Kunden irgendwas verkaufen, was nicht getestet ist oder wo ich von vornherein weiß, dass es da Schwierigkeiten gibt und der Kunde nicht glücklich sein wird. Da sage ich lieber von vornherein dem Kunden, hey, hör zu, mach das nicht, da gibt es Schwierigkeiten, da ist dann das Geld nicht wichtig. In der Zukunft denke ich mal, dass die Kundenbindung da sein sollte, also wird nicht alles wie eine App zum Runterladen sein. Wir wollen Kontakt mit dem Kunden haben und klar, große Herausforderung, Elektromotoren. Ja, das wird so das nächste große Projekt und da bin ich schon richtig heiß drauf. Von der Bewerbung her ist mir am wichtigsten, dass es persönlich passt. Ja, das soll sich nicht verstellen und am besten auch vorbeikommen, jetzt nicht groß per E-Mail irgendwas schicken. Wir bekommen jede Woche Bewerbungen, das ist zu unpersönlich. Einfach vorbeikommen, klopfen an der Tür, aufmachen, sich kurz vorstellen und das ist alles viel persönlicher und viel angenehmer auch für uns. Bleibt am Ball, guckt, dass ihr die Schule fertig macht. Jeder muss es mal durchziehen, das macht man nur einmal. Immer an sich selbst glauben. Wenn jemand zu euch sagt, ihr könnt es nicht, lasst es, hört auf euer Herz. Wenn ihr daran glaubt, dann könnt ihr alles schaffen.